Am vergangenen Donnerstag wurde Ex-Bundestrainer Joachim Löw offiziell vom DFB verabschiedet. Auffällig dabei, einige Ex-Nationalspieler, die lange Zeit mit dem 61-Jährigen zusammengearbeitet haben, waren nicht anwesend. Zu den Fehlenden zählten neben Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm auch Toni Kroos, der nach eigener Aussage ein inniges Verhältnis zu Löw gepflegt hatte. Warum der Realstar tatsächlich nicht nach Wolfsburg gereist war, hatte Kroos nun in seinem Podcast einfach mal Luppen verraten und dabei ein bisher unbekanntes Detail offenbart. Ich hatte am Freitagmorgen um 10 Training in Madrid. Das wäre dann doch relativ eng geworden, erklärte Kroos seine Abwesenheit. Neben der Löw-Verabschiedung hatte der DFB derweil auch daran gedacht, mich dort zu verabschieden. Er sei aber nicht der Typ, der da nochmal im Mittelpunkt stehen muss. Wenn Löw verabschiedet werde, ist es irgendwie auch sein Abend, sagte Kroos weiter. Mario Götze und Volker Struth gehen künftig wieder gemeinsame Wege. Der Weltmeister von 2014 und der Starberater hatten bereits vor mehreren Jahren erfolgreich zusammengearbeitet. An der Seite von Struth wechselte Götze 2013 von Borussia Dortmund zum FC Bayern. Im Mai 2016 trennten sich ihre Wege. Jetzt erfolgt das Spielerberater-Comeback des Jahres. Ich habe nach der Trennung viele Erfahrungen gemacht, auch mit anderen Beratern. Ich habe aber nie ein solches Vertrauensverhältnis gewonnen, wie ich es mit Volker hatte. Daher habe ich mich entschieden, dass ich für den Rest meiner Karriere wieder von dem Menschen beraten werden möchte, mit dem ich immer das intensivste Verhältnis hatte und auch am erfolgreichsten war, sagte Mario Götze zu Sport1. Der Kontakt der beiden riss in den vergangenen Jahren aber nie ganz ab. Nach Sport1-Informationen soll Volker Struth auch an Götzes Verlängerung bei PSV Eindhoven mitgewirkt haben. Nach den Ausschreitungen rund um die Partie gegen Paris Saint-Germain muss der französische Fußballclub Olympique Marseille sein Heimspiel am 28. November ohne Zuschauer austragen. Das Geisterspiel wurde angeordnet, nachdem die Partie in Marseille gegen den Erzrivalen mehrfach unterbrochen werden musste, unter anderem weil Gegenstände auf Pariser Spieler geworfen wurden. Marseille war in dieser Saison bereits zweimal von der Liga für Zwischenfälle auf den Tribünen bestraft worden. Dem Tabellenvierten drohte sogar Punktabzug. Nun muss das Stadion einmal leer bleiben. Am Rande des Spiels gegen PSG waren 21 Personen verhaftet und 17 in Gewahrsam genommen worden. Auch außerhalb war es zu Zwischenfällen gekommen. Die Australian Open sollen trotz der weiter angespannten Corona-Lage vor vollen Rängen gespielt werden. Das gaben die Behörden vor Ort bekannt. Grund dafür ist die Tatsache, dass rund 90% der Bevölkerung geimpft sind. Damit könnten die Beschränkungen unter anderem für Großveranstaltungen fallen. Das erste Grand-Slam-Turnier des kommenden Jahres im Melbourne Park soll am 17. Januar beginnen. Bei der jüngsten Ausgabe hatten die Veranstalter wegen der Pandemie noch mit reduzierten Kapazitäten gearbeitet. Ob allerdings alle Stars der Szene vor Ort dabei sein können, ist offen. Die Behörden haben einen vollständigen Impfschutz als Voraussetzung zur Teilnahme festgelegt.